Also doch. Dann hatte ich mit meiner Vermutung recht. Erst habe ich es selbst nicht wahrhaben wollen. Und dann habe ich dagegen angekämpft, aber... Und jetzt? Versuche ich, so ehrlich wie möglich damit umzugehen, ohne jemanden zu verletzen. Das wird nicht funktionieren. Wo du schon mal dabei bist, dann schieß mal los. Was willst du wissen? Willst du die Trennung? Das ist doch eine Antwort. Nein, David, so ist es nicht. Ich weiß nur im Moment nicht, was ich will. Verstehe ich das richtig? Du hast dich in Nic verliebt, aber du weißt nicht, ob wir uns trennen sollen. Weil ich dich auch liebe. Tut mir leid. Das auch ist mir echt zu viel. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Was machst du denn hier? Oberdrache Renate hat mir verraten, wo ich dich finde. Super, dank dir. Ja, und da du ja nie Zeit hast, dachte ich mir, ich komme mal vorbei. Ich habe gehört, Toni ist ausgezogen. Ja, die Buschtrommeln in Marina funktionieren wunderbar. Und? Hast du da was mit zu tun? Keine Ahnung. Sie geht mir jedenfalls aus dem Weg. Ja, wahrscheinlich braucht sie nicht nur Abstand von David, sondern auch von mir. Wie geht's dir damit? Ist verdammt kompliziert. Du liebst sie immer noch. Musst du Nägel mit Köpfen machen. Das ist deine Chance. Du musst dir zeigen, dass du sie liebst. Ich dachte, wenn ich ausgezogen bin, wird erstmal alles leichter. Ja, stattdessen wird es schwieriger. Ich kann nicht mal arbeiten.
weil mir Nic ständig über den Weg läuft. Wie sieht ihr denn das Ganze? Er ist total nett. Ich bin das Problem, weil ich einfach nicht weiß, was ich will. Aber du bist ja jetzt hier, um das herauszufinden. Aber jetzt verletze ich beide. Schatz, du kannst einen Menschen nicht glücklich machen, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist. Was soll ich denn machen? Hör auf dein Herz. Hi. Hey, darf ich reinkommen? Bitte. Du, es tut mir leid, dass ich vorhin so um den heißen Brei herumgeredet habe, anstatt dir einfach... Was machst du denn hier? Was geht dich das an? Ich bin eigentlich hier, mit Toni unter vier Augen zu reden. Ich glaube, sowas nennt man in deinen Kreisen Fehldiagnose. Ich bin Tonis Mann und nicht du. Netter Versuch. Ich glaube, du verkennst ein bisschen die Situation. Tue ich das? Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ihre Sprechstunde ist vorüber. Weißt du, solche Typen wie dich habe ich gefressen. Glaubst du, kannst Toni mit so einem lächerlichen Blumenstrauß kaufen? Und das sieht besser aus? Ich setze meine Geschenke wenigstens nicht von der Steuer ab.